Jawohl, so sitzt die Mütze. Und herzlich willkommen zur nächsten Session Link's Awakening. Und wir wollen mal gucken, wie weit wir heute überhaupt kommen. Ne? Es sind nur noch zwei Musikinstrumente. Ein Tempel auf dem Berg. Und was anderes ist, keine Ahnung. Müssen wir vielleicht die Karte nochmal studieren. Aber es ist ja schon verdächtig nahe dran, dass wir das Spiel dann durch haben, ne? Wollen wir mal gucken. Also hier oben ist, ne? Ich schätze mal, hier ist der andere Tempel. Eventuell, ne, keine Ahnung. Hier sieht nichts so aus, als ob hier oben rechts dann noch ein Tempel wäre. Ja, schwierig. Aber wahrscheinlich tut sich irgendwo aus dem Nix einfach so ein Tempel auf. Wir kennen's. Der wird dann einfach mal aus dem Nix auftauchen. Aus dem Boden vielleicht. Oder aus dem Himmel. Und es ist schon nice, wie hier absolut kein Teleporter ist, ne? Okay, wie gehen wir denn da am besten vor? Wir werden wahrscheinlich hier durch müssen. Wie kommen wir denn da hin? Selbst wenn wir hier ein Stück hochgehen, ne? Kommen wir ja nicht hier rüber. Obwohl, das sind so zwei Felsen. Gehen wir mal hier hin, ne? Ich habe das so im Verdacht, jetzt wo wir viel, viel schwerere Sachen noch hochheben können. Weil wir das stärkere Armband oder das stärkere, was heißt das, Kraftarmband oder so hieß es, haben. Dafür werfen wir aber die Felsen nicht mehr weiter. Das wäre doch was gewesen, wenn wir die jetzt irgendwie über die halbe Map werfen könnten. So, hier, ne? Ne, geht nix. Okay. Gut, wir gucken uns mal die Höhle einfach an der Seite an. Irgendwo muss es hier hochgehen. Und irgendwie müssen wir da jetzt hinkommen. Wir haben jetzt den Enterhaken. Ach. Direkt richtig. Uhu, sagt der Uhu. Der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Geh nach Osten, der Windfisch wartet schon. Wie geh nach Osten? Wenn ich jetzt mal die alte Regel nie ohne Seife waschen mache, ist Osten hier rechts. Das sieht aber für mich nach einem Tempel aus. Hier rechts sollen wir dann auch noch was finden, okay. Na gut. Gucken wir mal, wozu uns das Spiel verleitet, womit es uns überrascht. Oh, wir können uns damit Kristalle angeln. Das ist aber nett. Hier, dafür. Das haben wir doch uns schon mal irgendwo hergeleitet, dass wir hier vielleicht den Enterhaken hierfür brauchen. Und jetzt, genau, jetzt können wir nämlich rüberspringen. Eine Truhe weniger auf der Karte. Kommen wir hier hin? Es ist so lange her. Ich glaube, damit kommen wir nur eine Ebene höher. Sieht verdächtig danach aus. Natürlich. Schaufel raus. Zum Beispiel, dass da überall Löcher ist. Also wir haben hier überall Felsformationen in der Gegend.
wo so Löcher in den Felsen sind. Da kann man garantiert, da gibt es noch einen Gegenstand, wette ich. Irgendwas, womit wir da reinfallen können. Oder warte mal. Okay, nee, da kommt nichts raus. Ich dachte mir, vielleicht springt da die Zaubermuschel raus, wenn wir nur dagegen rammen. Na gut. Jo. Die wird hier drinne sein. Ich weiß nur noch nicht, wie wir sie befreien. Das mag ich auch an den Spielen nicht, wenn du erst am Ende, wenn du alle Hindernisse überwunden hast, die sozusagen starken Items freischalten kannst, die dann alles nochmal leichter machen würden. Meines Erachtens nach müsste das von Anfang an gehen. Ansonsten, ja, macht's für mich wenig Sinn, so starke Gegenstände mal reinzupacken. Es wird ja nicht irgendwas einfach sein. Das wird, ich kann mir vorstellen, dass es das Spiegelschild ist, dass wir das mit allen Miesmuscheln kriegen. Weil es nicht unbedingt notwendig ist, um das Spiel durchzuspielen. Aber wir sind jetzt schon mal ganz woanders, wo wir vorher noch nie waren. Und hier ist eine Hütte. Der züchtet Hühner auf dem Berg. Der Hühnerstallbesitzer, heutzutage ist mit den Hühnern nichts mehr los. Früher flogen und flattern sie, es war eine Freude. Und jetzt? Kein Kampfgeist mehr. Gagagaga. Hi, Panther. Schönen guten Tag. Okay. Kann ich es mit rausnehmen? Nee. Ich weiß, wenn wir die Hühner, das weiß ich noch aus meiner Gameboy-Spielzeit von dem Spiel, wenn du oft genug die Hühner schlägst, dann ist aber Rabatz. Dann hast du hier aber ein Inferno der Hühner losgelöst, die dich alle meucheln werden. So, noch eine Zaubermuschel. Bei 30 kriegen wir das nächste Geschenk. Wir sind bei 22. Na sowas. Jetzt sehen wir da, okay, da muss der Schlüssel rein. Dann wird der Dings hier, ne, der Leuchtturm oder was für ein Turm das auch immer ist, der nächste Tempel sein. Ja, dann haben wir ja unsere zwei Tempel. Der Leuchtturm und wo wir jetzt gerade in die Richtung machen. Sehr gut. Ich hoffe, das führt jetzt auch zu irgendwas Spektakulärem. Ein Weg ohne Wiederkehr. Gehen die Fledermäuse auch so kaputt? Nee. Man müsste meinen, wenn man so einen Pfeil von einem Enterhaken ins Genick bekommt, dass das einen auch umbringt. Autsch. Oder so ein Felsen auf dem Kopf, wie Link hier. Okay, die darf ich nicht heben. Ist nicht meine Glanzstunde? Was ist denn hier los? Jetzt hört's auf, oder was? Dann können wir uns auch noch hier die Muschel holen, wo es auch immer ist. Da ist sie. So viel
Zug, geh nach Osten. Wie die Eule es uns gesagt hat. Sind wir voll dabei. Jo, das sieht ziemlich undurchdringbar aus. Wir können es ja mal mit dem Schild versuchen. Können wir mit dem Schild rennen? Jo, aber es bringt nichts. Der Enterhaken bringt nichts. Der Pfeil macht auch nichts. Rein aus Prinzip. Ne, wir können auch nicht rüberspringen. Okay, knallen wir einfach gegen. Dann brauchen wir wahrscheinlich einen Gegenstand aus dem Tempel. Oder es gibt irgendwo einen Schalter, womit wir das ausschalten können. Aber sieh mal an, halbes Herz. Viertelherz, meine ich natürlich. Okay, hier kommen wir nur wieder runter. Schade. Also muss es doch nach Osten irgendwie gehen. Ich glaube aber... Ach scheiße, wir kommen hier gar nicht mehr hoch. Na, klasse. Okay. Ocarina. Gehen wir mal wieder hier hin. Und machen den ganzen Weg von vorne. Ich hasse die. Warum brauchen die auch zwei Schläge? Ich habe so viel Abenteuer jetzt überlebt oder erlebt und nichts ist bei rumgekommen. Kein bisschen mehr Muskelkraft hat der Bub bekommen durch das ganze Schwertschwingen. Da ist doch auch irgendwas verkehrt mit ihm. Aber der isst ja auch nichts den ganzen Tag. Wir könnten also sagen, alles was er an Muskelkraft dazu gewinnt, wird direkt wieder aufgefressen, weil seine eigenen Muskeln sich abbauen. Der rennt hier ja auch den ganzen Tag durch die Gegend. Guck mal hier, da ist ein Herz. Da kommt man irgendwie von links rein. Das war knapp. Lass mal erst in die Höhle gehen. Ich glaube, da waren wir nämlich noch nicht drin. Ich glaube, da sind wir nämlich einfach vorbeigehüpft. Guck mal hier. Halt jetzt raus. Okay, dann geht das hier nach oben, garantiert. Jawohl. Ey, die Fische, die nerven auch so derartig, dass du die nicht erwischen kannst, wenn die unter Wasser sind. Oh, ein ganzer Raum voller Truhen. Das ist hier Hammer. Natürlich sind da überall Schleime drin. Wahrscheinlich bis auf einer. Das macht mich jetzt fertig. Jo, lol, hat die sich reingeklitscht. Wie machen wir es am besten so, ne? Dann so. Nee. Ich hab's vermasselt. Ach, so. Ich glaube, ich hab's jetzt.
im Lurk, alles klar. So. Nee, ich hab's doch nicht. Das ist ja nicht wahr. Das ist safe richtig. Der Fels ist ja nirgends im Weg. So. Wenn ich den runterschiebe, ist der Weg runter versperrt. Wenn ich den runterschiebe, kriege ich den hier nicht zur Seite geschoben, weil der im Weg ist. Wenn ich den runterschiebe, den runterschiebe und dann den links nebendran nach links schiebe, kriege ich den hier zwar weg und den zur Seite, dann ist der Weg trotzdem versperrt. Kann ich den einfach... So. Vielleicht muss ich den ja, muss ich einmal durch und von der anderen Seite aus das Rätsel angehen. Weißt du? Weil sich jetzt andere Möglichkeiten ergeben. Pass auf, jetzt geht nämlich das. Können wir das machen? Jetzt haben wir schon drei. Jetzt können wir in der Theorie das. Jawohl, alle Truhen. 100 Rubine, sehr schön. Ich weiß nicht, was wir mit der Kohle machen sollen, aber wir haben sie. Zaubermuschel, das gibt's ja gar nicht. That is ja fantastisch. Kann ich hier runter? Ja, sehr gut. Boah, fast wieder das Triforce-Teil eingesammelt. Die Adlerfestung ist nah. Vorsicht vor dem Teufelsadler. Wow. So, gucken wir mal. Nice. Das sah nach so einem Versteck aus. Nö. Ach komm, verkackeiern kann ich mich selber. Ey, Spiel, du bist aber auch fies. Jetzt dachte ich, ich komme in einen geheimen Raum. Jetzt komme ich hier unten wieder raus und darf wieder den ganzen Weg machen. Ja, ach Gott, das ist Spielzeitstreckung ohne Ende. Da wird Erkunden gar nicht belohnt. Das ist ja furchtbar. Also gut, wenn wir hier aber schon mal sind, dann können wir hier auch mal rübergehen. Jetzt haben wir ja einen Interhaken. Eventuell können wir hier... Guck mal, ist das vielleicht was Gutes? Achso, das ist die Stromschnellengeschichte gewesen. Und wo kamen wir hier hin? Oh, ach, guck mal hier. Aber wie kamen wir hier hin? Hier müssen wir mit dem Enterhaken das Herz uns holen. Vielleicht durch die Hütte. Nimm das. Und dies. Und jenes. Ja, es hilft mir nicht weiter. Ich
sind auch überall die Löcher. So, das sollen sie alle gespürt haben. Stehen wir überall im Weg rum. Ach, natürlich. So. Ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Auf geht's. Langsam kennen wir den Weg, ne? Okidoki. Also ich wette, es gibt irgendwo eins dieser Löcher, wo du wirklich runterspringen musst, um irgendein Secret zu kriegen. Man darf alle vorher ausprobieren, bis man es findet. Das sah so eindeutig aus, als ob man... Weißt du, warum soll das hier im Eck sein? Das ist ja nichts, wo du aus Versehen jetzt noch reinfallen würdest. Hier geht nichts an. Ich dachte, hier kommt eine Zaubermuschel oder sowas. Oh je, wie kommen wir da nur rüber? Dann gucken wir mal, was ist hinter Tür Nummer 1? Ein Loch, das gibt's ja gar nicht. Eine Fee. Okay, meine Feengläser sind aber voll. Wir reden einfach nur mal so mit ihr. Okay. Nicht, dass wie in Breath of the Wild oder so man irgendwas bekommt. Nicht, dass sie sagt, hey, du hast mich jetzt schon dreimal gefunden oder meine drei anderen Schwestern. Ich gebe dir ein halbes Herz oder sowas. Viertelherz. Sind ja Viertelherzen. Ja, ja, ja. Guck ich in die Kamera. Während ich ein neues Gebiet betrete, sehr gut von mir. So fällt man natürlich überall runter. Nix. Gar nichts. Null Nada. Genau, damit machen wir uns jetzt Zugang. Bam, 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 bam. Adlerschlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Willst du mich verkackeiern, Spiel? Du sagst mir von Anfang an, geh nach rechts, hol dir das Ding. Was soll ich denn den jetzt herkriegen? Hier ist nicht mal ein scheiß Teleporter. Den kriege ich garantiert vor diesem Hühnerzüchter wegen irgendwas, was ich da machen muss. Oh. Ach, guck mal, deswegen ist das Loch da. Wir springen hier runter und kommen dann direkt wieder hier unten raus. Also, wir gehen ein viertes Mal da hoch, weil wir zum Hühnerzüchter wollen. Aber ich hoffe, wir können den Weg normal zurückgehen, ohne dass ich jetzt unten nochmal lang muss.
Moment mal. Das war ja schon der richtige Weg. Das heißt, wir müssen hier rein, ne? So. Hühnerzüchter, ich komme. Hoffe ich. Warum springt es hier und nicht da oben, als ich die Truhe geholt habe? Kann ich hier graben im Wasser? Nö. Finden wir also irgendwann anders raus. Wir schauen jetzt mal, dass wir zum Hühnerzüchter machen. Ich habe da so eine verrückte Idee. Sie ist ein bisschen selbstzerstörerisch. Sie. Guck da. Ja, weil wir hier in der Nähe von dem Loch sind. Mist. Das kriegen wir hin. Oder auch nicht. Können wir schräg werfen? Schon fast. Jo, drin ist es. Wir können Bomben reinwerfen. Jetzt wissen wir, wie wir rankommen an die ganzen Sachen. Okay. Die selbstzerstörerische Sache. Der meckert ja, dass die kein Pep mehr haben. Ich gebe dir einen Pep. Hey du. Lass das. Shit. Das ist es nicht. Kein Kampfgeist mehr. Weißt du, ich wollte, dass ich dieses Phänomen auslöse, dass die 1000 Hühner kommen und mich abschlachten, dass das so das ist, was er sehen wollte. Ja. Jetzt steh ich auch da. So. Haben wir hier drüben was übersehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, jetzt kommen wir auf die andere Seite, wo wir auch nicht weiterkommen, weil wir diesen Flammenstrahl nicht irgendwie auskriegen. Ach ja, die Felsen kommen wieder. Natürlich. Und jetzt hören sie auf, sobald ich da bin. Merkwürdig, ne? So, da. Warum liegt da so ein blöder Fels dahinter, dem Fels? Hey, ich sehe nichts. Also. Hm.
Nö. Dass man einfach durchlaufen könnte, hilft also auch nichts. Also funktioniert nicht. Mikey nur. Ja, ich muss das mal ausstellen. Ich vergesse es jedes Mal. Ich will eigentlich diese ganzen Notifications aus haben. Aber ich vergesse es zu oft. So, hier irgendwo ist er. Da ist er. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, um weiterzukommen. Ich will aber auch nicht googeln. Das ist so ein bisschen... Was heißt, wir sind nicht mehr die Jüngsten? Ich bin noch ein Jungspund, also... Jetzt... Stell dir mal vor, ich habe gerade mal ein Drittel meiner Lebenszeit hinter mir. Ich bin gerade den Kinderschuhen entwachsen. Vielleicht gibt es irgendwas im Dorf. Vielleicht können wir was kaufen. Jetzt geht hier schon wieder was an. Vielleicht so. Nein. Hier so. Nein. Ich nehme extra die Feder raus und schon darf ich wieder die... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Muscheln sammeln müssen, um weiterzukommen im Spiel. Ich glaube, das ist was Optionales. Da ist er. So. Nur mal eine Erinnerung an dich, Kinua. Wenn du auf dem 3DS noch irgendwelche Spiele aus dem Shop runterladen wolltest, dann solltest du das jetzt noch langsam machen. Ich glaube nur noch bis März ist der aktiv, bevor er abgeschaltet wird von Nintendo. Ich habe mir heute auch noch mal zwei Spiele runtergeladen. Bevor es dann zu spät ist. Ups, jetzt habe ich aus Versehen den Hund gehauen. Gut, gucken wir mal. Vielleicht hat der Laden irgendwas Interessantes Neues. Was ich mir geholt habe, das war einmal Yo-Kai Watch 3 und einmal Devil Survivor, also Shin Megami Tensei Devil Survivors 2, weil sie das für 4 Euro im Angebot hatten. In dem Shop hast du, glaubst du, noch nie was gekauft, okay. Ey, dann halb so wild. Hätte ja sein können, dass du noch Guthaben hast, wie ich. Nicht, dass man es irgendwie den 3DS oft anrühren würde. Aber ab und zu, wird, also was heißt ab und zu? Ich glaube, einmal im Jahr wird er rausgeholt und angemacht. So, wir gucken jetzt hier unten mal am Strand. Wir haben ja diese magische Lupe gefunden. Und irgendjemand hat gesagt, jetzt kannst du auch am Strand irgendwas sehen. Das garantiert hier das? Jo. Ja, ich war mehr oder weniger gezwungen, auch den Shop für Yo-Kai Watch 3 zu benutzen, weil das Spiel so wenig produziert wurde. Im Westen, dass du das, da musst du dann irgendwie 150, 180 Euro ausgeben, um da ranzukommen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu viel. So, da ist der Affe. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem machen.
der hier jetzt noch irgendwas? Nee, der sagt nur weiterhin, das war lecker. Der wirft weiterhin die Kokosnüsse. Irgendwas soll aber am Strand sein. Hier ist nichts. Achso, da liegt sie ja. Man sieht sie ja total. Hier im Sand, direkt vor mir. Ey, wieso komme ich da nicht ran? Jetzt muss ich die rausbomben aus dem Sand. Ja, lol. Achso, nee, das ist allgemeine Deko. Sehr gut. High in Space Tiger. Na, schönes Fest gehabt. Kann ich eigentlich auch die Quinoa fahren, ne? Schönes Fest gehabt zusammen. Nee, hier ist doch gar nichts. Das ist dann garantiert auf der anderen Seite. So, hier geht's nämlich schon wieder. Vielleicht hier? Der Baum? Nee. Da ist er. Wie viel fehlen uns denn jetzt noch? Noch eine. Dann kriegen wir das nächste Geschenk. Ach, guck mal hier. Hier ist noch was zum Bomben. Los geht's. Schön die Krabbe mitgenommen. So, lass mal gucken. Oh, guck dir das mal an. Nee. Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf X oder Y gelegt hast. Drücke zum Tauschen X oder Y. Wenn du nicht tauschen möchtest, drücke B. B. Nee, macht eigentlich Sinn, dass wir einfach die Bomben tauschen, ne? Das passt ja. Weil ich will hier nicht meinen Enterhaken loswerden. Hast du nichts anderes für mich? Will eine Fee? Zauberpulver? Weiß jemand, was man hier tauschen kann? Findest, dass die Feiertage ein bisschen schlauchen? Brauchst jetzt Urlaub? Du brauchst Urlaub vom Urlaub? So, kann ich hier denn irgendwas aufnehmen? Ich kann nur die Sachen hier auf... Ach, ich mag so Sachen nicht, wenn diese... Wenn es heißt, du musst das ganze Spiel hier stundenlang rumprobieren, bis du was rausfindest. Gucken wir mal. Okay, der will die Schaufel haben, der gute Mann. Unser bestes Stück. Bumerang.
optionaler Gegenstand. Jo, kaufen wir uns die Schaufel auch zurück. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Der ist nämlich optional. Na toll, der macht ja dasselbe wie der Enterhaken. Oh, hier macht er was kaputt. Oh, warte mal, geht das auch mit dem Enterhaken? Nee. Okay, zweimal werfen. Und der macht was kaputt. Habt ihr euch auch irgendwie schön beschenkt zu Weihnachten oder gab es nur schön Essen eigentlich? Ich weiß ja nicht, im Erwachsenenalter nimmt das ja ein bisschen mehr ab, dass man sich großartig Sachen schenkt. Okay, was? Gut. Dann wird das hier oben sein. Die letzte, was heißt die letzte, aber Nummer 30. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder ein Geschenk. Ihr habt gewichtelt. Seid ihr echt so viele, dass ihr sagt, ihr macht Wichteln? Krass. Und was Schönes bekommen? So, den Typ da unten in der Höhle, den sieht man übrigens nur mit der Dings, mit der magischen Lupe. Gucken wir mal, ob hier die Marin, Talin... die ist hier nicht da. Warte mal, der Opa hier, der wird mir garantiert per Telefon irgendwas sagen wie... Ja, hier Ulrira, interessierst du dich für neuerdings für Musik? Dann solltest du den Froschbart im Schilderwald besuchen. Für viel Geld bringt er dir vielleicht ein neues Lied bei. Okay. Ihr musstet nur 6-mal ziehen, bis jeder jemand anderen hatte. Okay. Okay, der Schilderwald. Das ist der Zauberwald. Ja. Ich meine, es ist alles schön beschriftet. Ich sehe jetzt hier trotzdem keinen Schilderwald. Habe ich mich gerade verlesen? Vielleicht bin ich doch nicht mehr der Jüngste. Hast du schon vom fliegenden Gockel in Möwendorf gehört? Das ist lange her. Früher konnten wir mit dem Gockel fliegen, wenn wir ihn in den Händen hielten. Nun liegt er jedoch unter dem Wetterhahn. Solltest den Frosch wart im Schilderwald? Nee. Wie war Weihnachten denn so bei mir? Ach, das war ganz schön. Gut gegessen. Man hat sich viel unterhalten mit der Family. Es wurden ein paar Urlaubsbilder von meiner Tante gezeigt, wo sie im Urlaub war. Und wir haben einen Thailand-Urlaub gemacht, meine Tante und mein Onkel. Und habt ihr gewusst, wie Cashewnüsse hergestellt werden, produziert werden? Das ist voll krass, muss ich jetzt mal direkt anreißen. Eine Cashewnuss wächst an einem Cashewbaum. So weit, so gut. Und ist schon mal keine Strauchnuss oder sowas. Aber an diesem Baum wächst eine Frucht. Aus der Frucht auf der Unterseite, also an ihrem Bobbes, wächst die Cashewnuss heraus. Und zwar eine pro Frucht. Muss man sich mal vorstellen. Eine verdammte Nuss pro Frucht.
die muss dann auch noch abgetrennt werden, die muss geröstet werden, die muss geknackt werden, dann wird sie nochmal getrocknet oder nochmal geröstet, keine Ahnung. Aber Halleluja! Müsst ihr mal googeln, Cashewnussbaum, damit man da einfach mal einen Blick für bekommt. Ich habe mir das immer so wie beim Haselnussbaum oder sowas, beziehungsweise Haselnussstrauch, vorgestellt. Aber nee, ganz, ganz anders. Gut, die Früchte werden nicht weggeworfen, aus denen wird Marmelade gemacht oder Öl. Aber trotzdem. Hier im Möwendorf halt. Im Möwendorf wollen wir diesen Hahn, damit wir fliegen können. Und der liegt unterm Gockel. Können wir den wegschieben? Wir können den wegschieben. Das ist ja Wahnsinn. Hätte ich das von Anfang an machen können im Spiel? Da ist er. Das hilft mir jetzt noch nicht so viel. Vielleicht muss er aufwachen. Nee. Ja. Wir können immer versuchen, alles wegzubomben. Jo. Anzünden, damit er knusprig wird. Nee. Also, es hilft mir noch nicht weiter. Vielleicht brauchen wir dieses Lied von dem Typ aus dem Schilderwald. So, nochmal Zauberwald. Stromschnellen, Altruinen, Durstwüste, Zoodorf, Zwergenbucht, Urunga-Steppe, Schicksalsacker, Turunga-Strand, der Fratzenwald ist hier. Der Froschwart im Schilderwald. Schleimzunft Zauberwald. Ich erinnere mich aber auch an keinen Froschwart. Gibt es irgendwo also ein Geheimversteck? Aber wo könnte das sein? Ach hier, guck mal, hier ist noch ein Fleckchen Karte unentdeckt. Da kommen wir jetzt einfach... Ach, Herrgott. Warum sagt denn keiner von euch was? So. Genau, das ist die Stelle, wo man Enterhaken braucht. Ja, das sieht gut aus. Hier geht es los, dort entlang. Hier entlang. Dort entlang. Hier entlang, aber da ist doch... Und wieder nach oben. Das ist ja so doof. Okay, von hier nach oben. Ja, das ist einfach... Ach Gott. Wahrscheinlich nach rechts, jawohl. Dann nach oben, würde ich jetzt sagen, weil nach unten geht's ja nicht. Und von nach oben wird es nach links gehen. Und hier nach unten. Nach rechts.
Toll, du hast das geschafft. Jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Okay, ich musste wahrscheinlich alle Schilder aktivieren. In der richtigen Reihenfolge. Na gut. Da ist er ja, der Frosch. Auch wenn er mehr wie ein Krokodil aussieht. Quark, ich bin Wart, der Musikfrosch, aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition hören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Zuhören. Geht er ab? Danke, vielen Dank. Wunderbares Publikum. Keine Zugaben. Quark. Was mache ich jetzt damit? Der Kröten-Rap. Habe ich selbstleblose Gegenstände. Werden jetzt munter. Ah, so kriege ich also den Gockel. Okay. Spielen wir doch gleich mal hier. Oh, das hört sich viel besser an. Okay, damit haben wir das letzte Fleckchen-Gebiet auch aufgedeckt auf der Karte. Jetzt natürlich die Frage, gab es hier noch irgendwas Interessantes? Natürlich. Hier gab es nichts mehr, ne? Obwohl hier so ein Fleckchen-Gras einfach ist. Mir fehlt es, dass man wie in Ocarina of Time einfach das Schild kaputt machen kann. Okidoki, haben wir es doch. Das heißt, wir können jetzt den Gockel... Na, ja, super. Den Gockel lebendig machen. Komm, vorher aber... holen wir uns unser Geschenk ab von der Muschel. Vom Muschelhaus, eher gesagt. Ich würde gerne wissen, was das jetzt wird. Das Muschelhaus, das war eine Kuppel, die ist hier... Und am schnellsten... Wow. Ich teleportiere mich jetzt bestimmt keine 3 Meter. Genau. Heute läuft's. Ich finde jedes Loch zum Reinspringen. Okay, diese Felsen hatte ich gehofft, dass wir die irgendwie jetzt hochheben können. Nachdem wir das stärkere Kraftarmband gefunden haben, aber anscheinend nicht. Aber warte mal. Fall, ach nee. Komm, brech ab. Ich habe ja das falsche Lied. Ich würde es gerne ab und zu ausprobieren, um einfach zu sehen, ob was passiert irgendwo. So, da hoch. Wie kam man da hoch nochmal? Ey, das hört ja gar nicht auf mit den Kleinen. Oh. Gehen wir mal weg. So. Aber ich glaube, dann wissen wir ja jetzt, wie wir dann weiterkommen im Spiel. Gockel wiederbeleben, mitnehmen, hoch zu dem Hühnerstall-Typen. Der gibt uns wahrscheinlich dann den Schlüssel für den Turm. Und dann können wir das nächste Dungeon machen. Wow. Hammerhart in Kammerstein. Mhm. Weil wir ja so unbedingt gerne das Dings machen wollen. Das Dungeon bauen. Was ist das hier?
Das sieht wie so ein Teleporter aus. Teleporter zum Freischaufeln. Wow. Das Spiel überrascht mich immer wieder. Sag bloß, das gibt's hier überall. Wenn es jetzt bei uns einfach im Vorgarten, im Haus, in diesem Möwendorf jetzt ist, ich werde nicht mehr. Aber fast am Ende des Spiels finden wir raus, du kannst Teleporter freigraben. So, gucken wir gerade mal. Hier ist nix. Das ist unser Haus. Ich sehe hier auch nichts. Okay. Bis jetzt sieht's gut aus. Ne, ich sehe hier nirgends was. Na, dann muss ich mir wenigstens nicht den Vorwurf machen, ich hab's übersehen. So, dann lassen wir mal hier den toten Gockel auferstehen. Unglaublich, der Gucke lebt ja wieder. Und nett scheint er auch zu sein. Yay, ich kann fliegen. Folgt er mir? Der folgt mir. Ist ja der Hammer. Gucken wir mal, ob wir uns mit dem auch teleporten können. Die Frage ist auch, gibt es jetzt irgendeine Stelle, wo ich sage, da müssen wir ihn mal ausprobieren vorher, bevor wir irgendwo hingehen. Mir würde aber partout nichts einfallen, wo ich sage, lass uns doch das ausprobieren. Nö. Ja, der Gockel kommt mit, sehr gut. Oh, auch nett. Ist auch so? Nö. Nur gegen Bäume, alles klar. Das bringt uns jetzt auch wirklich weiter, wenn wir zum Hühnermann gehen. Nicht, dass wir irgendwo anders mit dem Gockel hin müssen. Ich kann mir nicht vorstellen... Na, obwohl, vielleicht könnten wir über den Feuerstrahl mit dem fliegen. Das wäre auch noch eine Option. So. Aha, ich muss nicht mehr schwimmen. Halt, falsche Anhöhe, ne? Lass mal ranzoomen. Nee, doch die richtige. So. Ey Mann, dein Gockel fliegt ja tatsächlich. Ist ja ein Ding. Dann solltest du dich wohl mal an ihn dranhängen. Wow, danke. Ich hätte jetzt gehofft, du gibst mir einen verdammten Schlüssel.
Gut, immerhin das hier geht. Okay, die Wände bleiben uns erhalten. Dann versuchen wir mal, übers Feuer zu fliegen. Ich hoffe, das hilft. Weil ansonsten weiß ich nicht, wo wir den verdammten Schlüssel herkriegen sollen. Oh, warte mal doch. Warte mal, hier, komm mal her. Komm mal her. Ich kann ja fliegen. Geht's hier runter? Nee, schade. Okay, los, Purenta. Besieg den Wurm. Besieg das Raupi. Nein. Greift er nicht an. Ich hab's so lieb, das Spiel. Kann ich hier so rüberfliegen? Nee, ich gehe sofort runter. Okidoki. Toi, toi, toi. Nein, das gibt's ja nicht. Was soll ich denn jetzt mit dem Vogel? Wo kriege ich denn jetzt den blöden Schlüssel her? Wo könnte der sein? Wenn wir hier weitergehen, kommen wir am Ende nur hier raus und müssen hier einen Schlüssel aktivieren. Wir haben diesen blöden Schlüssel aber nicht. Ist es in den Stromschnellen zu finden, der Schlüssel? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Nicht so wirklich zumindest. Haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir alles gemacht. Na ja, komm, dann reden wir halt nochmal mit Ulrira. Und da ist er weg. Der Rubin. Du bist kurz vor dem Ziel. Bis jetzt hast du dich tapfer geschlagen. Ach, warst du eigentlich mal beim Hühnerstall auf dem Berg? Es gibt dort in der Nähe eine Höhle, in der du etwas Wichtiges finden kannst. Ja, danke. Habe ich da irgendwas übersehen da oben? Kann ja nur so sein, wenn es mir hier nochmal auf die Nase gedrückt wird. Shit. Komme ich nicht durch? Oh, ich kann es besiegen. Wie nett. Blöder Fisch. Lol, das Huhn ist eine Barrikade für den Fisch. Na gut. Für was hat man denn Feen? Also dann nochmal zum Hühnerstall. In der Nähe ist eine Höhle. Ich hoffe, dass in der Nähe ist wortwörtlich in der Nähe, dass ich da irgendwo einfach was ganz krass übersehen habe. Und wir einfach jetzt dann schnurstracks weiterkommen.
Cool. Ja, keine Ausnahmen. Alles klar. Darüber, ne? Nö. Geht der wieder lebendig? Wie das Huhn? Auch nicht. Ja, ich hätte die Augen aufmachen sollen. So, reine Sicherheitschecks, dass wir jetzt auch gar nichts übersehen. Nö. Ich frag mich halt, ob es hier eine Stelle gibt, wo ich mit dem Gockel irgendwo hinfliegen kann. Ich meine, muss es ja. Wo ich dann an etwas komme. Ich hoffe, den Schlüssel. Ich meine, ich komme ja hier überall mit dem Enterhaken weiter. Das macht mir halt gerade ein bisschen Gedanken. Aber guck mal, das hier sieht nach der Höhle aus, die angesprochen wurde. Wo ich aus irgendeinem Grund nicht rein bin. Das sieht verdammt danach aus. Aha. Da ist der Schlüssel. Okay. Wir sind einen Schritt weiter. Ah, hier brauche ich den Gockel. Komm, komm, komm. Hey ho, wir haben es geschafft. Das gibt's ja nicht. Hammerhart. Der Taste, wir können... Ach man, ich darf hier nicht weiterfliegen. Das heißt, wir schaffen es jetzt auch in den Tempel. So, und in den Tempel ist man aber nicht hier lang gegangen. Oder doch? Nee, man ist hier unten durch die Höhle gegangen. Ich bin gespannt, ob wir im Tempel den Gockel auch noch brauchen, weil er uns immer noch hinterherläuft, ne? Oder läuft er uns den Rest des Spiels hinterher? Das wär's ja auch noch. Natürlich. So. Da. Ach nee, wir müssen noch eine Ebene. Aber dann. Dann dürfen wir den Tempel uns angucken. Thank you.
Ach, Abkürzung. So, kurze Abmoderation fürs VOD. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.